Hallo zusammen und willkommen zu einer endlich weiteren Folge Horse Eventing. Jawohl, ihr seht richtig, das Angezockte geht doch mal weiter. Das Spiel ist ja doch leider sehr, sehr untergegangen, was sehr, sehr schade ist, denn ich finde, es sieht gar nicht mal schlecht aus. Und ich würde es jetzt ganz gerne weiterspielen. In der ersten Folge haben wir gar nicht so viel gemacht. Da haben wir unser erstes Pärchen erstellt. Ich hatte mich ja für die Ponys entschieden. Die Folge werde ich euch auch gerne nochmal unter dem Video verlinken. Ist wie gesagt ein bisschen länger her. Und ja, ich war eigentlich auch seitdem nicht mehr drin oder habe seitdem nichts mehr gemacht, weil ich gerne, ja, wenn ich es weiterspiele, das für euch aufnehmen wollte. Das habe ich heute auch gemacht. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, ich hätte es aufgenommen. Und ja, jetzt sind wir doch schon ein paar Schritte weiter. Ich werde euch da jetzt gleich aber natürlich mal durchführen und zeigen, was ich bisher so gemacht habe oder was sich getan hat. Das hier ist also Earl Grey. Das ist der Hengst, den ich in der ersten Folge erstellt hatte, zusammen mit seiner Stute Libera. So, was habe ich jetzt in der letzten Folge gemacht? Als erstes habe ich mal, also in der letzten Folge heute, die ich eigentlich aufgenommen hatte, wo ihr eigentlich hättet dabei sein sollen, war das Ganze mal ein bisschen zu erkunden. Und das erste, was ich geschafft habe, also heute läuft es, es läuft wirklich rund, ihr Lieben, ich kann es kaum glauben. Das war Sarkasmus, ja. Und weil eigentlich sollte hier ungefähr ein Tutorial gewesen sein, das war auch erst da, bis meine eine kam und es schwupps eliminierte. Ich habe es also tatsächlich geschafft, das Tutorial einfach mal wegzuklicken. Applaus bitte. Ja, wie gesagt, läuft bei mir zurzeit. Und ja, ich habe mich dann ohne Tutorial mit euch ein bisschen durchgewuselt und habe dafür die Quests hier genutzt. Die haben eigentlich auch ganz schön weitergeführt. Zumal es ein großer Vorteil ist wirklich, dass in den Quests sehr genau beschrieben wird, was man tun soll. Das ist also schon mal ein großer Vorteil, wenn man das Tutorial einfach mal, ne, rausschmeißt. Ganz tolle Idee. Und ja, Feed, Füttern habe ich schon gemacht. Ich habe meine Pferde also gefüttert. Und das funktioniert im Übrigen, das zeige ich euch mal gerade. Ihr geht hier auf Barns, auf die Stelle und müsst wieder hochscrollen. Also bei mir springt das Bild komplett runter. Also hier sind die Ställe, hier könnt ihr in euren Stall rein. Und hier weiter oben findet ihr hier, hier so zwischen, eine Zeile mit Feed Your Horses. Ein Button, einen Knopf, den ihr drücken könnt und dann werden eure Pferde gefüttert, sofern ihr hier im Store, im Geschäft, die entsprechende Menge Heu gekauft habt. So, ne, das habe ich gemacht, das war auch Inhalt der Quest. Das kann ich euch hier mal zeigen, das dürfte nochmal dasselbe sein, genau. Geh ins Geschäft und kaufe 50 Ballen Heu für deine Pferde. Und im Anschluss füttere deine Pferde mit dem Button Feed Horses im Stallmenü. Das habe ich also gemacht. Und anschließend habe ich, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich die Pferde trainiert, wobei man erstmal für die Pferde einen Reiter einstellen muss. Einen Reiter suchen wir hier über die Services, Hire a Rider. Reiter hätte ich jetzt bald gesagt. So, hier können wir Reiter aussuchen, beziehungsweise ihr gebt dem hier einen Namen. Beim ersten Mal muss ich das, glaube ich, gar nicht. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich habe jetzt schon Reiter zugeteilt. Also ihr würdet hier einen Namen eingeben, sofern ihr das müsst. Könnt hier gerne noch Geschlecht aussuchen und das entsprechende Bild. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe einfach sie hier genommen. Und dann könnt ihr das hier ja, bestätigen. So, dann habt ihr einen Reiter. Jetzt müsst ihr aber noch euren Pferden den Reiter zuordnen. Das heißt, wir gehen auf Earl Grey. So, und dann müssen wir hier runter auf Manage Your Horse. Und können hier, Moment, Assign a Rider oder Assign Rider auswählen. Na?
Dann können wir dem Pferd, das ist dann hier ein entsprechender Reiter aufgelistet, den ihr ausgesucht habt und könnt ihn hier bestätigen. Ein Reiter kann aber natürlich auch nur begrenzt Pferde betreuen. Das heißt, ab einer gewissen Menge Pferde müsst ihr einen weiteren Reiter aussuchen. Und die Reiter wollen natürlich auch bezahlt werden. Das macht ihr im entsprechenden Pferdemenü. Also hier bei Earl Grey wäre es ja jetzt die Anna, ne? Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann kann ich sie bezahlen. Und zwar, wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier habe ich aber noch jemanden. Genau, also bei ihr hier kann ich es jetzt nicht zeigen, weil ich es halt schon gemacht habe. Ich habe eine zweite Reiterin, weil ich habe noch weitere Pferde. Die zeige ich euch auch gleich noch. Das ist jetzt das, was ihr leider verpasst. Da hatte ich euch eigentlich, habe ich gedacht, auch mitgenommen. Und hier können wir jetzt hier unten Pay Rider so und so viel. Ne? Also das kommt halt auf die Anzahl Pferde an, die sie trainiert. Sie hat jetzt ein Pferd zu trainieren und dafür werden wir sie jetzt bezahlen. Pay. Genau. So, was wäre dann das nächste? Das nächste war, dass ich ein Pferd zu einer Show, zu einem Turnier anmelden sollte. Das habe ich mit Earl Grey gemacht. So, da ist das eh auch noch davor. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. So, na? Genau, der ist bei der Show angemeldet. Das Ergebnis bekomme ich einen Tag später, ob er was gerissen hat oder nicht. Angemeldet hatte ich ihn im Springen, glaube ich, wobei ich da noch nicht raus hatte, dass ich ihm auch erstmal diese Kategorie zuordnen musste, beziehungsweise das Training. Denn wenn wir in Trainingscenter reingehen, dann sehen wir hier, willkommen im Trainingscenter, die Pferde werden einmal in der Woche in ihrer ausgewählten Disziplin trainiert und du musst natürlich einen Reiter ausgesucht haben, das haben wir ja schon gemacht. Hier sind jetzt die Pferde aufgelistet, sofern sie einen Reiter zugeordnet haben und sie bezahlt wurden. Und dann könnt ihr hier Train All Horses. Die sind jetzt hier also aufgelistet und eigentlich bezahlt. Ich hatte nämlich jetzt schon drauf geklickt. Your riders need to be paid before. Also eigentlich sind meine Reiter bezahlt, aber okay, da werde ich dann nochmal genauer nachschauen müssen. Und scheinbar müssen wir übrigens die Reiter natürlich auch hier und da mal ja, trainieren, damit sie weiterkommen. Aber das schauen wir uns später mal noch an. Ja, und in der jeweiligen Disziplin werden die Pferde dann trainiert. Bei meinem Hengst war es jetzt so, dass ich glaube, es war eine Quest, dass ich Earl Grey anmelden konnte oder sollte in diesem Breed Approvals. Das sind ist ein Zuchtgremium, wo ein Hengst vorgestellt werden kann für 750 schlappe, ich sage jetzt mal Dollar, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Währung heißt. Ich glaube, es sind Bucks, Event Bucks oder so ähnlich. Und ja, man kann den Hengst hier also inspizieren lassen, für welche Kategorie er am besten geeignet ist, für Dressur, für Springen oder Cross Country. Und wenn der Hengst Premium oder höher erreicht, wird er im entsprechenden Kategorie im Zuchtbuch aufgenommen. Das habe ich mit Earl Grey gemacht. Und ja, somit ist er jetzt ein Springpferd. Und ja, wie kam ich jetzt zu den zwei weiteren Pferden? Das war zum einen so, ich habe hier die Zuchtquest gemacht, habe meine Libera mit meinem Earl Grey verpaart und herausgekommen ist der schicke Mann hier. Ist der nicht hübsch? Ich könnte immer noch. Also ich habe mich richtig gefreut. Ich bin hier so leicht, ja, dezent. Ne? Also, der ist ja wohl sowas von cute. Der ist sowas von hübsch, der kleine Mann. Ja, Callisto habe ich ihn genannt. Ist ein kleiner Hengst, ein Buckskin. Und ja, auch hier wird sich dann, wenn er 3 wird, rausstellen, für welche Disziplin, beziehungsweise er wird dann begutachtet, in welcher Disziplin er
ja, am besten ist oder für welche er geeignet ist. So habe ich es verstanden. Und ja, jetzt werde ich mal schauen, wie sich das die Tage so entwickelt. Also ich weiß noch nicht, ob wir eine Art Fohlentraining machen, inwiefern die Pflege weitergeht, wie es mit den Boxen aussieht, wie viel Kapazität wir haben, ne? Also wie viele Boxen oder wie viele Ställe. Und das gilt es alles noch rauszufinden. Ich hoffe, das mache ich dann diesmal mit euch zusammen. Also diesmal schön die Aufnahmetaste drücken. Gott, war das blöd. Naja, gut, ist passiert, kann man nicht ändern. Das ist also Callisto und dann habe ich ein bisschen weitergeschaut, nachdem ich mich fertig gefreut hatte. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Und dann habe ich mal geschaut, was wir denn noch so für Möglichkeiten haben. Denn wir haben hier im Inventar so ein paar Gegenstände. Wir haben hier einmal fürs Züchten. Das heißt, wir bezahlen 25% weniger für die genetischen Tests. Dann haben wir hier ein Item für die Turniere. Ne, also das scheinbar bezahlen wir dann 10% weniger bei der Anmeldung des Turniers. Und das Bild hier finde ich sehr, sehr lustig irgendwie. Ich finde das unheimlich gelungen. Ich musste echt erstmal lachen. Das ist ein Capture Pass. Damit können wir Pferde in der Wildnis fangen. Und das war total interessant. Auch das habe ich eigentlich mit euch gemacht. Daher kommt das vierte Pferd. Und ja, das werde ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Und ich hoffe, ich komme jetzt nicht in die Versuchung, noch ein Pferd zu fangen. Natürlich ist es schön, direkt am liebsten alle Pferde haben zu wollen, ne? Also das kenne ich, das kenne ich nur zu gut. Aber wir werden ja auch haushalten müssen, ne? Also wir haben jetzt hier 160.325 von diesen Bucks. Und ja, ich denke, die werden wir uns ein bisschen einteilen müssen, weil die Reiter kosten Geld, das Futter kostet Geld, ich denke mal der Tierarzt auch. Und wir haben gesehen, das Begutachten des Hengstes, damit der ins Zuchtbuch kommt, kostet auch mal kurz 750, ne? Also ich werde jetzt erstmal bei den Pferden bleiben und mal schauen, wie viel das alles überhaupt so kostet. Auch wenn ich wahnsinnig gerne noch ein weiteres Pferd zulegen würde. Denn ganz ehrlich, ich war erstaunt. Die Farbvielfalt in diesem Spiel ist, ja, ist der Wahnsinn. Ist wirklich der Wahnsinn. Ich werde euch bei Gelegenheit mal mit in die Pferdeauktion nehmen. Da hat man mal so einen kleinen Überblick darüber, was es so alles gibt. Und apropos kleiner Überblick, wir haben hier ja unsere kleine allgemeine Leiste, ne? Also hier steht, welches Jahr wir haben. 124. Dann haben wir gerade Frühling. Und ja, Spring Showers, ich würde sagen, ein Frühlingsregen ist gerade im Gange und wir haben 8:06 Uhr am Morgen. Ja, so viel dazu. Und ja, ihr wollt aber jetzt sicher sehen, wie man ein Pferd in der Wildnis fängt. Und zwar bei Services Capture a Horse. So, und jetzt darf ich mich echt nicht in Versuchung führen lassen. Und das kostet auch ganz gut Asche, sage ich euch. Also das hier ist jetzt die Wildnis. Und es gibt verschiedene. Das hier ist jetzt der Dschungel und hier ist das Zuhause von einer Vielfalt von ja, farbigen Pferden, ne? Also eine Farbvielfalt kostet hier 3000 EBS, also das sind hier diese Bucks, ne? Ja, wir können hier auch auswählen, das ist der Stall, wenn mich nicht alles täuscht, genau, das ist der Stall. Und ja, hier könnte man rein theoretisch, wenn ich das jetzt richtig deute, aussuchen, was man findet. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber Warblut käme hin. Ich habe also nichts ausgewählt, dann wird da Warblut gestanden haben. Und ich habe auch eins bekommen. Und es war auch ein Hengst. Also beim nächsten Mal werde ich da mal ausprobieren, ne, dass man hier entsprechend die Rasse aussucht und auch das Geschlecht. Ein Pferd und wie alt kann man scheinbar hier auch aussuchen. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, ich hatte es so eilig. Ich wollte so gerne so schnell ein Pferd fangen, dass ich hier lediglich geguckt habe, welche Location man so aussuchen kann. Bin ja ehrlich, ich war zu schnell und habe jetzt einen schicken Warbluthengst. Aber ein Schritt nach dem anderen. Also der Dschungel kostet 3000. Der Strand kostet schon 6000 und wir haben hier eine 25%ige Chance, ein Patterned Horse zu finden. Dann haben wir hier Meadow.
Und hier haben wir eine 25%ige Chance, ein Pearl-Colored Horse zu finden. Ne? Also ich nehme an, ist das jetzt ein Perlino? Da bin ich mir jetzt absolut nicht sicher, ihr Lieben. Kostet 5.000. Plains kostet auch 5.000. Silver Horses, wurden, also silberte Pferde wurden hier öfter beobachtet. Okay. Und in den Bergen haben wir champagnefarbige Pferde. Okay, auch hier eine 25%ige Chance, kostet 5.000. Ich habe erstmal 3.000 ausgegeben, sprich ich war im Dschungel. Hab das hier, wie gesagt, alles so gelassen. Dann bestätigt ihr das hier. Ihr könnt hier noch ein Item benutzen. Das ist halt das, was ich im Inventar hatte. Da habe ich noch 3 Stück von. Ich nehme an, das heißt so viel wie, ne, du fängst auf jeden Fall ein Pferd. Weil hier hast du normalerweise eine 25%ige Chance. Obwohl hier glaube ich nicht. Ne, hier ist kein Bonus. Und dieses Item hier, ne, sollte man sich vielleicht gut einteilen. Das scheint mir so zu sein, als könnte man damit halt definitiv ein Pferd fangen. Nagelt mich da aber nicht drauf fest. Und ja, dann habe ich das gemacht und habe dann ein Pferd gefangen. Nämlich, na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Schicke. Und der ist auch echt schick. Der hat mich auch erstmal so ein bisschen umgehauen, weil ich ja gar nicht wusste, was ich da bekommen hatte. Obwohl man es ja auswählen kann. Wie ich dann fürs nächste Mal weiß. Das ist Castello. Tada! Ist der nicht süß? Ja, er hat ein bisschen viel rosa, aber ich glaube, das liegt an dem Perlino. Ne? Perlino, dann Rabicano. Mein lieber Scholli. Also, ja, ich hab mich dezent gefreut. Mhm. Kann man so sagen. Also, mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Sehr, sehr schön. Ist halt alles auf Englisch, da muss man sich so ein bisschen wuseln und ich hatte da auch so meine Schwierigkeiten. Also, ja, muss ich schon so zugeben. Und jetzt war es so, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass ich den Pferden quasi, obwohl sie noch Fohlen sind, also er ist jetzt 2, schon einen Reiter zugeordnet habe oder zuordnen, ja, musste, weiß ich nicht, aber vielleicht musste ich das nicht unbedingt, aber das hängt halt mit diesem, um das mal zu erklären, mit diesen Buchstaben hier zusammen, die jetzt nicht da sind. Doch, er hier hat halt noch das E, ne, dass er in der Show angemeldet ist. Und die zwei hier hatten ein R, ein Kästchen mit einem R, wo es dann halt hieß, wenn man die Maus drauf hielt, dass sie noch einen Reiter brauchen. Also habe ich das einfach mal gemacht und denke mir mal, schaden kann es nicht. Vielleicht, ne, sie sind ja auch fürs Training verantwortlich, also von daher, why not? Okay, das dazu, was ich übrigens auch sehr interessant fand, der kleine Mann hier, ich habe hier gezüchtet, ne, und habe dann erstmal erwartet, dass da jetzt steht, du musst so und so viele Tage warten oder die Stute trägt so und so lange, ja nix da. Ich hatte die Meldung, ja hier, ne, besuche dein Fohlen, du hast ein Fohlen im Stall. Also instant, ne, sofort. Also das ist mal Pferdezucht, ne. Zack, züchten, zack, Fohlen da, bitteschön, sehr schön. Also hier entweder nichts mit Wartezeit oder vielleicht im eigentlichen Zusammenhang mit dem Tutorial, ne, ich weiß es nicht. Also er hier war jedenfalls sofort da. Das werden wir aber sicherlich nochmal herausfinden, nochmal ausprobieren. Das war bestimmt nicht die letzte Zucht, die ich gemacht habe. Aber ihr Lieben, wie gesagt, ich habe jetzt 4 Pferde. Ich werde jetzt erstmal schauen, ne, wie das hier so mit dem Geld hinhaut. Denn man muss natürlich auch hier wirtschaften. Sprich, man muss sehen, dass Geld reinkommt in Form von entweder Turnieren oder eben Pferde verkaufen. Ja, und muss dann entsprechend auch wieder eventuell neue Pferde kaufen, neuen Stall kaufen, neue Scheune habe ich gelesen, meine ich. Also da kommt schon was an Kosten durchaus auf euch zu. Ne? Also wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, vielleicht spielt ihr es auch schon. Ne? Also falls ihr das Spiel spielt und das vielleicht auch schon länger, dürft ihr mir sehr, sehr gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Natürlich, da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten eben von mir der Tipp, wenn ihr anfangen solltet zu spielen, haut das Geld nicht direkt für Pferde raus. Ne? Also ihr erstellt ja erstmal ein Pärchen und anhand der Quest könnt ihr eben auch Fohlen züchten. Das könnt ihr so oder so dann mit eurem Pärchen.
Oder ihr gebt halt ein bisschen Geld aus für die, ne, für das Pferd, Wildpferd fangen. Pferd, Wildpferd fangen, ja genau. Ihr wisst schon. Wildpferde fangen, so. Aber wie gesagt, seid erstmal sparsam. Man muss erstmal gucken, was auf einen zukommt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war es dann erstmal auch wieder. Ich spiele das Spiel sehr, sehr gerne mal weiter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich sage bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.